Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, passend zum Thema fährt vor uns ein VW. Nein, das war jetzt wirklich Zufall. Ja, es geht um Volkswagen. Und da schlägt sich jetzt das nieder, was ich schon längere Zeit schon prophezeit habe. Und zwar ist jetzt tatsächlich so die Nachfrage an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor so weit zurückgegangen, dass die sogar Auswirkungen auf die Dienstwägen von Volkswagen hat. Und wer also das jetzt nicht weiß, um was es da geht bei den Dienstwägen, das ist so, dass in der Regel halt gewisse Leute, das sind gar nicht mal so wenig, also ich glaube irgendwas mit 10.000 oder so Mitarbeiter oder sogar mehr, haben Anrecht sozusagen auf einen Dienstwagen bei Volkswagen. Und ja, ist ja wahrscheinlich irgendeine, ab einer gewissen Führungsebene ist es wohl so dann. Und ja, die haben momentan halt eben bislang den Wagen so gehabt, dass sie natürlich immer einen neuen bekommen und konnten den dann 8 Monate nutzen. Und dann ging der zurück oder wurde dann in den Verkauf gegeben, ob es jetzt dann als in den Dienstwagenverkauf ging oder als Jahreswagen dann, wie auch immer. Also die waren dann halt eben vergünstigt zu haben. Und jetzt schaut es also so aus, dass die Nachfrage nach Verbrennern so schlecht ist im Moment, dass sie selbst ihre Dienstwägen, die sie momentan haben, nicht loskriegen. Also haben sie jetzt die Regelung abgeändert, dass alle Verbrenner-Dienstwägen jetzt 15 Monate gehalten werden müssen. Nicht mehr 8 Monate, sondern 15 Monate, also fast eine Verdoppelung. Und dass also das nur tatsächlich für Verbrenner gilt, wer einen E-Golf hat oder einen E-Up glaube ich nicht, aber wer halt einen E-Golf oder einen E-Tron hat oder einen GTE, also den Golf GTE oder den Passat GTE hat, für den trifft es also nicht zu, da bleiben es weiterhin bei den 8 Monaten. Aber alle, die einen Verbrenner nutzen, die müssen jetzt also das Auto 15 Monate lang fahren. Nun, für den Mitarbeiter ist es wahrscheinlich jetzt erst einmal nicht weiter dramatisch, aber ich finde, es zeigt auf jeden Fall, dass wir uns jetzt irgendwo in einem Umbruch befinden. Das Ganze ist übrigens jetzt interessanterweise nicht unbedingt der Corona-Krise geschuldet. Nein, nein. Also das ist tatsächlich ein Effekt, der sich schon jetzt seit längerer Zeit angebahnt hat. Und von daher hat man jetzt also hier wohl die Notbremse ziehen müssen, weil man halt einfach die ganzen Verbrenner nicht loskriegt. Ne? Weil es halt keiner will mehr. Ne? Was halt verständlich ist. Ja, interessante Sache. Das wollte ich auf alle Fälle mal loswerden. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, wenn schon solche Maßnahmen gemacht werden müssen. Das zeigt, dass also die Unternehmen jetzt langsam kapieren, dass die Leute keinen Verbrenner mehr haben wollen. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.